Was? Protein flirtete mit Krabbe, indem er Witze über die Kindheitserinnerungen erzählte. Ja, so kommt man zusammen, ne? Dating-Tipps bei RimWorld. So könnt ihr flirten. Wer ist nochmal fürs Bauen verantwortlich? Hawk. Aber Krabbe lässt sich hier halt auch mit einem Ketzer ein, ne? Das ist halt, finde ich, auch nicht so gut, Krabbe. Muss ich sagen, Krabbe, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Von dir. Ah, den kriegen wir schon bekehrt. Wir haben da... Die haben ja diesen Skill hier. Den Bekehren-Skill. Mach das mal. Mokotan. So, 78 ist er jetzt. Yes! Leute! Haruto ist jetzt bei uns am Schlüssel und der kann zum Kämpfen ausgebildet werden. Oh ja. Er hat sich angeschlossen. Geil. Mega geil. Wir haben nicht nur Pupi, sondern wir haben auch eine Riesenschildkröte jetzt. Und die haben noch kein Licht hier drin. Kriegen sie. Haruto wird ein mächtiger Verbündeter, bestimmt, 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 auf jeden Fall. Was nehmen wir denn? Das ist immer so schwierig, ne? Wir könnten mal in Richtung Druiden gehen. Da müssen wir die Batterie erforschen. Machen wir das doch mal. Da können wir uns Kampfdruiden herstellen. Das wird uns definitiv helfen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, ich will keine. Ich habe mich dazu entschlossen, ich will doch welche. Kampfdruiden sind klasse. Die haben was zum Handeln dabei, ne? Was haben die denn? 4 Bauteile. Easy. Und die kaufen uns den ganzen Schrott ab. Das ist aber nett. Na gut, so viel Schrott haben wir gar nicht mehr. Ja, dann bleibt es halt dabei. 73 ausgegeben, dafür 4 Bauteile, das ist okay. Das ist ein Schnapper. Die ist nachtaktiv, oder? Ja. Das ist eine Nachteule.
Gut, jetzt bereiten wir hier mal vor, dass wir hier diesen Fallengang dann bauen können. Dazu reißen wir das hier ab, glätten das dann. Dann verlegen wir hier Strom her. Und alles, was dann hier reinkommt, ist zum Sterben verdammt. Aufpassen auf Ben. Benjamin Ben Kloster hat kompromittierende Informationen über den Geisteszustand von Nadesda. Aha. 22 Tage sollen wir den behalten als Gefangenen. Dafür gibt's echt heftigen Loot. Hightech Bauteil mal 23, aber ein Mech Cluster. Ah, wisst ihr was? Eine Entscheidung, die ich euch überlasse. Mech-Cluster von zweifacher Größe. Dafür aber heftige Belohnungen. Oder halt nicht. Das könnte sehr gefährlich werden für die Kolonie. Aber ich stelle mich der Aufgabe und der Herausforderung, wenn ihr das möchtet. So, jetzt müssen wir gucken. Gute Güte, ja, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen ja nicht, dass die... machen hier so einen kleinen Durchgang her. Aber ich weiß nicht, ob die da durchkommen. Brusttiefes fließendes Wasser, kommen die da durch? Ja, das ist eine schwere moralische Entscheidung, ich weiß. Deswegen übergebe ich sie ja euch. Damit ich sie nicht treffen muss. Raumschiffabsturz. Ah, okay. Ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Speicher vor der Quest. Nein, nein. Nein, nein, nein. There's no business like show business. Wenn alle sterben, dann sind sie tot. Logischerweise. Das ist eine gute Logik, ne? Aber ich baue schon mal ein paar Präzisionsgewehre. Schiffsreaktor. Ja, nee. Jetzt nicht. Oh, Karawanentiere, ich will sie. Ist leider nur eins, aber ich will es. Ich will es. Na, dann, also wenn die sterben, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn die sterben, ich habe eine Mod installiert, wenn alle tot sind hier drinnen, dann kommt der automatisch ein neuer. Und dann geht's quasi weiter. Also es ist alles halb so schlimm. Nur, der sympathische Schnauzer ist halt dann weg, ne? Das müssen wir halt bedenken, aber vielleicht kriegen wir einen neuen Schnauzer. Okay, 100%. Wir nehmen an. Obwohl, das kann Krabbe machen.
Ich dachte, es kommt ein Mechanoiden-Cluster. Habe ich mich verlesen, oder was? Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Kacke. Ich hasse die Dinger. Wer ist eigentlich Pupis Chef? Kazumi. Ach so, weil der im... ich weiß warum. Weil der das Gebiet hat wahrscheinlich, ne? Ich würde gerne Pupi mitkämpfen lassen. Geht immer noch nicht. Mal wieder irgendwas falsch. Ach, der hört ja nichts. Vielleicht deswegen. Okay, Männer. Der Feind ist besiegt. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Die Schlacht ist geschlagen. Das Insektenimperium wurde zerstört. Zeit für eine Party. Ich muss noch schnell die Ernährungspläne, Moment, damit die nicht das Insektengelee futtern. Das möchte ich nicht. Und das Insektenfleisch sollen sie auch nicht essen. Aber das ist noch nicht die Quest gewesen. Da kommt ein Mech-Cluster. Steht hier schwarz auf weiß. Gut, der hat nichts abbekommen. Großartig, alles gut. Der wird wieder. Ich glaube, das müssen wir auswählen. Dann kommt Pupi mit. Ich würde hier gerne einen Flammenwerfer hinstellen. Hier müssen wir jetzt so ein Unterwasserstromkabel, glaube ich, nutzen. Kann kann Mokotan schon wieder bekehren? Ja. Sobald Protein wieder wach ist. Bekehrung. Bam. 62% nur noch. Vielleicht mal auch so ein Doppelgeschütz hier reinstellen. Wobei hier ist... Ja, wobei... Ja, der wird ein paar erwischen. Glaube ich. Und hier stellen wir auch mal eins hin. Also ganz streng genommen muss ich sagen, könnte jetzt durchaus gerne der Dings kommen. Der Cluster. Ich bin ready.
bin verdammt nochmal ready. Lasst sie kommen. Die Max. Haben wir wieder eine kleine Party oder was? Ach, Hochzeit! Oh! Hochzeit. Gleich gibt's einen ganz dicken Spatzer auf diesen wunderschönen Schnauzbart. Es ist so romantisch. Okay, tschüss. Party vorbei, zurück an die Arbeit. Strom haben wir, glaube ich, noch genug, oder? Ja. Also, ich bin bereit. Der Cluster kann kommen. Wenn er sich traut. Vielleicht haben wir bis dahin sogar schon die Battle Droids. Dann bauen wir uns gleich einen. Wärst ja eigentlich untätig, Krabbe. Warum arbeitest du nichts, Krabbe? Können dem eigentlich, wenn er nichts zu tun hat, dann soll er einfach was anderes machen. Soll er hier mal Steinmetz und so. Schön. Haben wir schon ein Präzisionsgewehr fertig? Wir können auch mal hier ersetzen, ne? Die haben hier noch zum Teil. Der hier hat zum Beispiel noch gar keine Hawk. Der kann ein bisschen schießen. Der ist jetzt nicht komplett nutzlos in Sachen Schießen. Hier ist ein Präzisionsgewehr, das gebe ich ihm auch nicht. Der kriegt eine MP. Mit der müsste er umgehen können. So, dann schauen wir mal. Wir haben auch noch Pistoleros hier. Das ist ja auch nichts. Mokutan. Ist auch nicht so gut im Fernkampf. Mal die Waffen nutzen, die man uns gegeben hat. Wenn wir sie schon hier haben. Wir haben halt echt keine guten Fernkämpfer, so gesehen, ne? Protein kann ein bisschen schießen, der kriegt das meisterliche Präzisionsgewehr. Der wird jetzt zum Sniper ausgebildet.